Guten Morgen. Hast du auch wieder was drauf? Boah, der Jumbo Red Bull, Digga. Heute 90 Minuten. Jo, danke dir, Timmy, und damit herzlich willkommen zum Vlog gegen Rahlstedt. Heute mit Julian an meiner Seite. Einen wunderschönen guten Abend. Schönen guten Abend, wir starten rein. Ich sag's jedes Mal, variabel sein, schießen aus der zweiten Reihe. Ihr habt da letzte Woche Bomben aufs Tor geknallt. Das erfährt man mal 10 Minuten vor Spielbeginn. Mahlzeit. Mahlzeit, Nico. Gut, blau, weiß, weiß. Für die Abwehrkette, der Ball ist in 0, nichts weg. Da wird nicht gedattelt und gar nicht. Der Gegner wird auch mal umgesetzt. Das sind schnelle Gegner. Macht. Einfach machen. Einfach machen. Einfach machen. Kröte und Till, ganz wichtig. Der Weg nach hinten, der ist super wichtig. Und ich denke, an genau der Stelle hat Ralle die Jungs in den absoluten Fokus versetzt. Kröte geht wieder auf die 16-Meter-Raumlinie mit Leon zusammen. Grüß dich, Omar. Wir ackern und ackern wie die Bekloppten. Wir müssen ja auch langsam mal die Ernte reinholen. Abgemacht? Und jetzt Flaschen auffüllen, Dino. Wir haben eine. Oh, da muss jemand nochmal in die Türkei. Ich sag aber nicht, wer. Ihr seht, die Jungs sind im Tunnel. Wir machen uns warm. Was alles? Achso. Ja, du nicht, Marco. Ja, hier sehen wir unsere Pracht, Jungs, wie sich warm machen. Was hast du? Ich habe das selten so gut gesehen. Das kann eigentlich nur ein guter Spieltag werden. Ja, ich habe auch schon richtig Bock aufs Game. Ein besonderer Gruß geht an der Stelle auch nochmal raus an unseren Keeper Möhre. Oh ja, damit sollten wir zu Null spielen heute. Gucken wir mal, was Keen mit der Kugel so anstellen kann. Ach du Scheiße. Ui. Ach du Scheiße. Ich würde sagen, während die Prachtjungs sich warm machen, schauen wir noch einmal ganz kurz auf Möhre. Der kriegt nämlich wieder sehr, sehr gute Schüsse aufs Tor. Oh ja. Oh no. Also Leute. Okay. Onur, warum spielst du heute nicht? 5 gelbe Karten leider. Hast du den Gegner geschlagen? Ja, geschlagen nicht, nein. Wenn du den Ball 10-mal hochhältst, schneide ich das rein. Hat der Idiot natürlich nicht geschafft. Na gut, gucken wir mal, wie er sich im Tor anstellt. Oh, das macht er auf jeden Fall schon mal saftig. Danke dir, Leon. Merkt er selber. Mal gucken, ob Timo das besser kann. Bin ich gespannt. Oh ja. Gut gemacht. Ja, netter Volley, Leon. Die Übung kennen wir jetzt ja von Ari. Die macht die Jungs nochmal richtig heiß. Was meinst du, Schrammi? 100%. Ich bin sehr guter Dinge heute. Was heißt, Homie? Du musst 3 Punkte. Also ganz ehrlich, ich habe die Jungs selten vor einem Spiel in so einem guten Fokus gesehen. Ja, mir gefällt es auch durchaus sehr gut. Also Fokus ist da und wir gehen in Mannschaftskreis. Wir müssen wirklich schnell spielen und hart in den Zweikämpfen sein. Dann zicken wir uns auch nicht gegenseitig an, weil wir eh ein geiles Spiel machen. Jungs, klar, jetzt seid ready, kommt rein in dieses Spiel. Wir sind ein! Wir sind ein! Wir sind ein! Ja, dann starten wir mal rein ins Spiel. Die Jungs laufen hier auf. Heute gegen Rahlstedt, da begrüßen wir nochmal netterweise unseren Gegner. Sagt mal Moin Jungs, Moin Rahlstedt. Und dann geht's rein ins Game. So. Ich glaube, es war so die 2. Minute ungefähr. Da haben wir unsere erste gute Chance. Michel mit einem Schuss aus der Ja, er war lange und oft nicht beim Training, muss man dazu sagen. Ja, weiß ich auch nicht, was ich sagen soll. Jetzt kriegt Flavio mal den Ball und macht das hier auch relativ schlecht, ja. Aber Omar ist da. Omar hat seinen Rücken. Nicht schlecht, auch die Grätsche kommt gut. Die kommt gut. So, jetzt sind wir auch schon in der nächsten Chance. Ja, hier sehen wir Frosch, wie er auf der linken Seite sich durchsetzt, mit dem Kopf vorlegt und... Macht es aber gut. Geht alleine auf den Torwart. Ja gut, wenn du Tore schießen willst, stellst du da jemand anders hin, ne? Ey, aber ganz ehrlich, das war doch eine Top-Chance. Macht ja Bock auf mehr, oder nicht? Ich habe auch richtig Bock. Also ich glaube, die Null wird heute auch definitiv stehen. 100%. Kann ich mir gut vorstellen. Habe ich mega Bock. Omar, ja, was macht der? Ja, ich habe nicht mehr so Bock. Digga. Danke dir, Omar. Danke dir. Ja gut, das war natürlich ärgerlich jetzt in den ersten Minuten. Da ist die 2. Chance von Rahlstedt, aber den hat Jerome sicher gefangen. Der ist nicht immer so sicher. Und jetzt guck mal, der Abwurf, der kommt ja überragend. Und Leon hat den Kopf oben. Guter Ball. Gut durchgelassen. Stark. Basti. Alter. 1:1. Aber das ist die direkte Antwort da drauf. Das ist geisteskrank. Was für ein Tor von Basti. Stark gemacht auch von Timmy, was meinst du? Ja, den hat er gut unbewusst durchgelassen. Das ja, war stark. War nicht im Weg gestanden. Nee, ausnahmsweise nicht. Na gut, gucken wir, was Rahlstedt jetzt wieder macht.
Junge Tim, Mann. Loser. Loser. Ja, jetzt die Flanke kommt. Timo verteidigt gut. Abschluss Rage steht. Stark gehalten. Also wirklich gut. Normalerweise hält er so, wie Manuel Neuer Ski fährt. Okay. Da kommen wir gut hinten raus. Ja. Was für ein langer Ball von Leon und jetzt Tim. Oh, da hat er aber einen lockeren Knöchel gehabt. Stark. Oh mein Gott, was stark. Für eine Bude. Stark. Also Dings, Leon, Till? Leon, nee. Und warum er die 2 hochgehalten hat, weiß bis heute auch keiner. Bro, keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Vielleicht war es auch, weil es die 2-1-Führung war. Also man muss ganz ehrlich sagen, dass die Jungs heute ein richtig gutes Pressing spielen. Ja, sehr aggressiv, hier auch wieder Basti mit der Interception. Leon macht da den 5. Trick zu viel. Ja, nicht schlimm, war okay. Wieder gut den Ball geholt. Jetzt Flav mit dem Pass des Todes. Sehr stark. Tilly mit einer Idee. Und da ist Bent. Und ja, da wären wir wieder beim alten Thema. Oh, aber Mann. Allerdings, er steht richtig im Rückraum, muss man ganz ehrlich sagen. Stehen kann er gut. So, das Spiel plätschert ein bisschen vor sich hin. Jetzt mal ein schöner Heber von Rahl steht, aber glücklicherweise ist Jerome wieder da. Den hat er. Und das zum zweiten Mal sehr souverän. Ich kann nichts Negatives sagen. Jetzt Basti mit einer langen Banane nach vorne direkt auf Leon Till. Leon? Man weiß es nicht. Verteidigt, muss man sagen. Sehr stark verteidigt. Gute Grätsche. So, jetzt nochmal Rahl steht über die rechte Seite. Passiert erstmal nicht viel. Oh, jetzt wird es doch nochmal gefährlich. Weißt du was, das Problem ist da, das war sehr knapp. Ich weiß auch nicht, ob Jerome da noch dran war. Ja, hier sehen wir nochmal Omar beim Verteidigen. Stark gemacht. Klärt er raus. Jetzt kann man nochmal unsere Jungs sehen, wie wir überlegt hinten rausspielen. Timo eröffnet das Spiel auf Leon, der dreht sich auf und... Ja. Das war wieder eine gute Chance. Danke dir, mein Bester. Unsere Chancen dieser Art haben sich durchaus gehäuft in der ersten Hälfte. 100%. Jetzt hier schöne Balleroberung von Adri. Basti direkt wieder auf Leon. Der hat wieder eine gute Idee. Oh, nicht schlecht. Ja, Timmy. Ja. Aber gucken wir weiter. Genau, mal abwarten, was hier noch geht. Denn wir sind wieder im Ballbesitz. Und den hat er sehr gut weitergeleitet. Diesmal gut von Timmy tatsächlich. Und ja. Ja, das ist ein Elfmeter. Müssen wir nicht diskutieren. So, und Elfmeter sind natürlich Chefsache, da die nicht auf dem Platz steht. Ja. Stark. Danke dir, Timur. Geiles Tor. Das war doch solide. Und so schnell steht's 3-1. So schnell steht's 3-1. Da können sich die Jungs nochmal ordentlich für feiern. Geil gemacht. Jetzt nochmal Rahl steht im Angriff, aber... Vor das Tackle... verkörpert unsere heutige Aggressivität, würde ich sagen. Ich finde auch. Und was hältst du von dem? Arme Bruder! Also das war wirklich, muss ich sagen, eine sehr, sehr solide erste Hälfte. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt in die Kabine. Ja, hier sehen wir nochmal unsere Jungs. Geiles Spiel, Jungs. Kompliment. Bro, sei nicht traurig. Nach hinten durchlaufen. Ich will heute das nicht mehr verkacken, mal als Ernstiger. Wir hauen die weg. Zieht durch, lauft euch tot. Ja, du hast gesagt, Vollgas. 150% heute. Das ist die Turmfall. Moin, Nico. So, ich bin zu viel. Jungs, halt mal ruhig. Hör mal, Trainer, du jetzt mal Ruhe. Ruhe. Jungs, gut los. Lass uns nicht uns provozieren. Wir spielen einfach solide so weiter. Ja, die Kommunikation, das war's. Genau, das ist alles richtig. Ja. Das Wichtigste ist, wie Basti sagt, kämpfen, Jungs. Trip, trapp, trip, trapp. Schiedis waren das super, alles in Ordnung. Es läuft super geil. Die Zweikämpfe sind hart, aber fair. Eigentlich sind wir sogar gar nicht so genau bei den Pässen. Guck mal, wie viele Chancen wir uns so rausspielen. Überleg mal, wenn wir jetzt noch... Ja, aber die Pässe sind ja in der Chance. Ja, da geht noch ein bisschen was. Aber wir... Dass ihr da 2 gegen 2 spielt. Ansonsten spielen sie nämlich euch aus über den Flügel, rechten rein und spielen den Ball dann vors Tor. Timmy, Tor noch machen. Ich habe schon 2 vorgelegt. Tor machen. Ja, ich mach mal. Dann mach ich so. Jungs, die Uhr ist voll, kommt im Tunnel wieder. Werdet heiß. Gut, weiter wieder. Cool, Diggi. Der Champ. Mach mal noch einen, Diggi. Einen noch. Nee, für mich einen. Ein Tor, Bro, komm. Jo, dann willkommen zur zweiten Hälfte. Kreisliga Ronaldo. Ach du Scheiße, das war sehr krass. Aber sie führen immer noch nicht. Nee, steht noch 3-1 für die Prinzen. Guter Freistoß, guter Kopfball, neue Stärke freigeschaltet, Standards. Hat Michael gut geköpft. Jetzt allerdings Flavio hinten in der Defense gefordert, macht er sauber. Ein
schnelles Spiel durch die Mitte? Nee, wird abgepfiffen, weil irgendein Gegner liegt. Der Klassiker. Adri, kannst du mal rausspielen? Danke dir. Danke dir, Adri. Was macht das Knie? Tut weh? Ich sag mal, wenn das Knie heil wäre, hätte er bestimmt schon getroffen. Das denke ich allerdings auch. Okay, Timmy macht das Spiel schnell. Leon bringt ihn rein. Wieder eine gute Flanke. Und, ja, schlechter Abschluss von Till. Ja, Michel, ja, Michel. Gretsch ins Nichts. Oh, Michel. Digga, OG. Silberrücken. Ganz klar Silberrücken. Ja, und unser Silberrücken Michael zeigt direkt nochmal, wie kämpferisch er heute drauf ist. Nimmt hier den Gegner hoch und erobert den Ball, aber auch direkt wieder zurück. Starke Einzelleistung von ihm. Ja, dann passiert erstmal nicht ganz so viel. Wir daddeln das Ganze hinten rum über Timur. Der versucht mal einen hohen Ball. Ja, es war ein Versuch. Ja, dabei bleibt es auch. Jetzt nochmal vielleicht über Adri. Der sieht in der Mitte Timmy. Der lässt klatschen. Oh. One-Touch-Football, sehr schön. Wie Barca, Prime Barca würde ich sagen. Ein guter Run. Flanke kommt. Ja gut, das ist das Knie, was noch ein bisschen lädiert ist. Genau, das Knie, genau. Ja, gucken wir, was sonst noch geht. Jetzt wieder Ral steht im Ballbesitz. Spielen das hier über ihre rechte Seite. Und ja, Kröte heute nicht so Bock auf Zweikampf. Und da kommt direkt mal der Heber. Oh, der kam aber gut durch. Zum Glück weiß der Typ nicht, was ein starker Fuß ist. Ja, da haben wir Glück gehabt. Hebt ihn drüber. Und nochmal wir jetzt wieder im Angriff. Auch wieder ein direkter Gegenangriff. Schöner langer Ball. Den erkämpft er sich und verkackt ihn. Ja gut. Aber wir führen ja 3-1, ne? Ja, da kannst du die Chancen nochmal liegen lassen. Problemlos. Jetzt wird ein bisschen gebolzt. Omar ist am Start. Und jetzt kommt Omar. Jetzt kommt Omar. Von hinten. Der Sensenmann haut ihn komplett um. In Paolo Ottavio-Manier. Wahnsinn. Ja, wechseln wir nochmal von Omars sauberer Grätsche rüber zu Leon in den Angriff. Der spielt nochmal quer und dann der Ball in die Spitze auf Kröte. Und das ist das, ja, das war das kaputte Knie. Ja, bin ich mir relativ sicher. Die folgende Ecke kommt rein. Basti chippt ihn. Oh, Shaqiri. Alter. Wie nennt er den denn? Seitfall. El Capitano. Von Timur. Einfach. Bernd Stark. Ja. Und das ist das zweite Tor vom Innenverteidiger. Und das auch noch mit dem Volley. In den Winkel, selten gesehen. So, Basti hier nochmal mit einer seiner Interceptions stark gemacht, nimmt sich den Ball und holzt ihn drauf. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ein Wechsel, Dean Keenly. Ah, ja, geht schon weiter. Jetzt mal hier eine Eckenvariante. Till, jetzt spielen sie ganz rüber auf die rechte Seite, Jungs. Und dann Basti, glaube ich, ist das mit der schönen Bananenflanke auf Timmy. Stark. Es ist wieder eine Flanke, die ankommt. Und ich glaube, das ist das erste Spiel in der Saison. So. Einmal kurz wichtig für euch vielleicht, wir zeigen hier nicht nur unsere Situation. Die Gegner hatten einfach so gut wie gar keine Chance. Richtig. Jetzt hier nochmal ein Abschluss von Tilly, glaube ich, gehalten vom Keeper. Die nächste Chance. Marco, eben gerade reingekommen, vergeben. Nicht schlimm. Nachschuss gegen den Pfosten. Marco, eben reingekommen. Vergeben. Ja, nicht sein Tag heute. Ich denke mal, wir gönnen ihm aber noch eine Chance. Ich glaube, die macht er, oder? Eine soll er noch bekommen. Er läuft alleine auf den Torwart zu. Marco, eben reingekommen. Vergeben. Ja, packe ich nicht, der Arme. Passiert. Passiert den Besten. Nur den Besten. Und Marco. Oh mein Gott, Jungs, Digga, stark. War krass, Jungs, war krass. Super wichtig. Go. Genau das ist das. Alle haben miteinander gefightet. Wir haben sie auseinandergenommen. Tipp, trapp, tipp, trapp. Geiler Sieg, geiles Spiel, geile Mannschaftsleistung. Und wir sind ein Team! Wir sind ein Team! Wir sind ein Team! Ja! Ich bin überrascht. Ich habe mir mein Kissen schon zu Hause hingelegt. Mit dem Handtuch? Mit dem Handtuch zum Schlafwein. Aber ich brauche es heute gar nicht. Ein Resümee für heute. Ja. Wir hätten ja auch 8 einschlachten können. Aber das Wichtige ist, 3 Punkte bleiben hier in Sasel. Das war krass. Das war krass. Sweet
Sorge! Ja, Schürmann, da muss ich mich an der Stelle einmal bedanken bei dir. Es war mir wirklich eine Ehre, heute mit dir kommentieren zu dürfen. Und ich hoffe, wir machen das bald nochmal. Ja, mir hat es auch riesen Spaß gemacht. Vor allem hat mir Spaß gemacht, dass wir heute den Sieg geholt haben. Das schmeckt natürlich besonders. Sonst schreibt doch mal in die Kommentare, wer sonst noch mal mit mir kommentieren soll. Wenn nicht Julian, aber jetzt natürlich auch gut gemacht.